So, wir machen weiter mit Kaizo 2. Ich weiß nicht. Irgendwie ging das relativ schnell bisher. Glaube aber, dass Kaizo 2 so die eine oder andere Stelle hat, die mir ein bisschen den Mittelfinger zeigen wird. Ich bin mir da ziemlich, ziemlich sicher. Ja, da ist auch schon die erste. Ich muss noch mal ganz schnell rausklicken. Ich sehe da nämlich noch was. Was kurz geregelt werden sollte. So, jetzt muss ich wieder reinklicken. Wie funktionierte das nochmal hier? Nee, nicht so. Ducken. Nein, was? Ach, da war doch der Block, genau. Oh, bin ich blöd. Voll vergessen. Da war ja. Oh, da war der Block. Richtig, das war der Unterschied. Dachte gerade, ducken würde es retten. Es gibt drei Kaizo-Teile. Und das ist immer noch fies. Fuck! Solche Sachen vergesse ich gerne mal. Wir wollen da direkt hüpfen. Übrigens ist da wieder mal eine falsche Ecke. Ach so, ja. Man wollte ja. Hier lang. Liebe Mods, ihr könnt mir übrigens mal den Gefallen tun und die Partnerbörse jetzt unterbinden. Wenn wir hier ein Harem haben, reicht das. Vollkommen. Oh mein Gott. Vollkommen aus. Tut mir nicht weh. Was? Okay, der wirft immer vier. Was? Warum wirft er denn jetzt aber mehr? Nein. Da. Was mache ich denn hier gerade falsch? Wirf doch nicht dein. Danke. War, glaube ich, nicht so gut geplant. Oh! Tut mir nicht weh, tut mir nicht weh, tut mir nicht weh! Please! Yo, 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 yo! Beruhigt euch, Leute. Kann ich da nicht einfach dann zwischenschwimmen? Genau. Moment, brauchte ich dafür den P-Switch? Oh! Nein, okay. Puh. Ich dachte jetzt gerade echt, ich bräuchte den P-Switch dafür. Wir nutzen das einfach kurz hier. Oh, es gab auch noch die Stelle, die man irgendwie von da oben. Genau. So lösen musste. Was? Der kommt aus dem. Alter, was? Ist das gemein?
Jo. Jo. Okay, das war irgendwie jetzt wieder relativ unspektakulär. Oh, was? Unspektakulär. Ah, die werfen trotzdem. Okay. Nein! Kann man die nicht irgendwie vom Timing auseinander? Genau. Was war genau das kleine Stück, was man brauchte, um da reinzukommen? Ha, perfekt! Was sagt mir das? Das sagt mir... Hey, Achtung, Fische. Oh, jede Menge Fische. Fische. Oh, du liebst Fische. Lecker, lecker Fisch. So. Das wäre geschafft. Dankeschön. Wow. Dankeschön. Und dann so, so, perfekt. Puh. Doch noch ganz, ganz schön geschafft. Irgendwie. Und yes. Das erste Level abgehakt. Tschüss. Tschüss, Chuck. Charlie. Wir spielen ja in Japanisch. Es ist ja Japanisch, also müsste ich den eigentlich Charlie nennen. Oh, fuck. Das ist nicht so gut, was ich hier tue. Wo muss ich mich denn da hinstellen, dass der hinhaut? Bin ich blöd? Ah, okay, die... Ich habe das Gefühl, dass die irgendwie so ein bisschen springen, wie sie lustig sind. Ab jetzt ist es ja eh... egal, weil jetzt kann ich sie einfach kaputt machen. Oh. Aber man merkt hier schon den Unterschied zwischen Kaizo 1 und 2. Das zweite Level ist hier schon ein wenig nerviger als im ersten Teil. Und das ist generell so das Thema, was Kaizo 2 fährt. Es fährt generell das Thema schlimmer als der erste Teil. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, ich kann ihn einfach leben lassen. Dam, 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 dam. Dam, dam, dam. Dödel, dödel. Wow! So. Tschüss. Dann hier runter. Dann da hoch. Das mit der Disco-Shell war ziemliches Glück. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich habe das hier auch. Ja, alles super. Tschüss. Bye, bye. Boy, boy, boy. Okay, der Poki da könnte ein Problem werden. Hab ich den Poki gebraucht? Oh! Heiße Geschichte, okay. Gott, war das ein schlechter Witz. Ah, nein! Okay, beim nächsten Mal. Ja, diesmal ist besser, denn diesmal schießt da keiner runter. Was? Was? Konnte man da groß überhaupt rein? Konnte man da... Bin ich blöd? Macht mich mal klein. Macht mich... Danke. Was? Bin ich jetzt ganz blöd?
So. Danke. Wow. Oh nein, oh nein. Das war die Geschichte. Kann ich hier skippen? Nein. Aus irgendeinem Grund teste ich es jedes Mal aufs Neue. Ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Das sah doch das Paar. Nein. Okay, wir gehen oben lang. Wir gehen da oben lang. Was tötet mich da? Wo kommt der her? Alter! Wow! Und dann... sowas. Perfekt. Oh, wunderschön. Richtig gut. So, da einmal drunter. Da einmal drunter. Yay! Und dann... oh Gott. Okay, wir warten. Wir warten noch einen. Damit man dann in der Theorie direkt durchspringen kann. Das ist jetzt mein Plan. Da muss man nur ein gutes Timing finden. So wie hier. Wah, 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 wah. Wah. Dann kommt ein Fisch. Sehr schön. Ach, solche. Das finde ich halt jetzt richtig extrem. Es hat so angezogen in der ersten Hälfte. Dann kommt hier dieser echt lahme Wasserpart. Ich meine, der Sprung gerade war ein Witz. Hey, da ist ein Fisch. Spinjumpe. Wow. Ich bin wirklich beeindruckt. Ganz ehrlich. So. Dann noch ein. Was? Lame. Übrigens ist hier wieder eine falsche Ecke. Oh, 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 oh. Da oben auch. Oh, 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 oh. Und da oben. Oh. Oh, fuck. Das habe ich vergessen. Jetzt wird's schneller. Nee, es ist... ach so, das war nur... oh nein. Jetzt kam die Geschichte zum Ende. Der grausame Part. Ich nie verstehe, wie man ihn steuert. Ah, geh da rüber! Mistkrücke. Oh, ich mag ihn nicht. Nein, er hat halt eine ganz komische Beschleunigung. Also er stoppt ja, man sieht es so ein bisschen. Er wird langsam und er hat dann auch diese ganz langsame Beschleunigung erst wieder in die andere Richtung, bevor er dann, ja, so langsam an Fahrt gewinnt. Und das sind halt da, wenn er sich umdreht, das sind die Momente, wo man dann permanent runterfällt. Wenn man ihn nicht anständig gebremst kriegt. Oh meine Güte. Danke. Ha! Natürlich habe ich gerade Mistkrücke gesagt. Ist an dem Wort irgendwas auszusetzen? Dummer Fisch. Was? Oh, diese Level starten alle gleich mit Hey, reagier oder du stirbst. Nee. Was muss ich hier machen?
hasse es! Merkwürdige Beschleunigung ist... Wow! Ist echt merkwürdig. Leute, ich hab's vorhin noch angemerkt. Lasst die Counter bitte sein. Und liebe Mods, kümmert euch mal drum. Please. Please. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das ist aber alles... Oh, warum... Ich denke immer, dass die im Block weitergehen. Das ist schrecklich. Ich denke immer, dass sie wirklich bis komplett über den lilanen Block sich bewegen. So. Das tun... Oh, tun sie halt nicht. Und das irritiert mich. Unglaublich. Oh Gott. Okay. Und abwärts, 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 abwärts. Und runter. Und hoch. Und lebe! Oh, so outplayed. Oh, shit. Oh, fuck. Shit, das habe ich voll vergessen. Ah. Richtig, der einzig zugelassene Counter ist der Mond-Counter. Und der ist cool. Mein GWF-E11. Wow. Komm schon. Was versuche ich hier? Nimm ihn doch einfach mit, wenn er auf deiner Seite ist. Danke. Da ist der Mittelpunkt. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh, oh nein. Die große Hölle. Fuck you! Oh, sind da überall Blöcke? Das war vielleicht zu früh. Ich habe mehrfach gesagt, Leute, das ist eine schwachsinnige Frage. Habe ich jemals in meinem Leben auf Twitch oder YouTube Mario 64 gespielt? Beantwortet euch die Frage, dann habt ihr eine Antwort. Ob ich... Das ist jetzt ein Witz. Ob ich Kaizo 64 spielen werde. Nee, das ist auch nicht schwer. Das ist einfach nur dumm, weil man halt... all diesen Coinblocks... ausweichen muss und dann hat man... Alter, da sind noch zwei! Warum sind da zwei? Moment, ich habe eine Idee. Diese elende Dreckstelle. Nein, DK, ich habe Star Road gesehen. Ich habe gesehen, wie du dich aufgeregt hast. Es reicht mir. Nein, da ist noch ein dritter! Ah, ich will nicht mehr. Wo soll ich denn da hüpfen? Das ist so nicht lustig. Wo?
Es ist unglaublich, wie viele Coinblocks auf diesem kleinen Stück sind. Und ich frage mich gerade, ob ich nicht vielleicht lieber klein sein möchte. Könnte mir vorstellen, dass das Klein viel angenehmer ist. Aber ich weiß gerade nicht, ob man in dem Level irgendwann groß sein musste. Musste man irgendwo? Ich weiß es gerade nicht. Ich hab das Level nicht mehr im Kopf. Egal. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es klein viel angenehmer ist. Wir probieren es klein. Wir machen es klein. Das ist... Cool, das ist Kaizo. Es ist kein Mario-Hack, es ist Kaizo. Was gibt's doch nicht? Wo will ich denn da springen? Da will ich springen! Meine Fräse. What the fuck? Das ist nicht witzig! Das ist nicht lustig. Entschuldigung, das war die falsche Taste. Keine Ahnung, was ich hier tue, aber es scheint zu funktionieren. Yep. Fuck. Was zum... Ach, ganz ehrlich? Wo will er hin? Da will er hin. Nein, ich springe! Oh Gott! Oh! Das sollte ich eigentlich gar nicht sein. Oh! Okay. Hilfe! Was? Was wollt ihr denn jetzt von mir? Oh, das ist so eine Quälerei. Kann ich nicht nochmal... Kann ich nicht einfach dreimal das erste spielen? Ich würde gern dreimal das erste spielen. Wollen wir uns darauf einigen, dass ich dreimal das erste spiele? Bitte? Please? Oh nein. Ich hätte euch auch alle ganz lieb. Wirklich. Thank you.
hätte euch wirklich lieb. So ein bisschen. Den einen oder anderen. Okay, wie mache ich den? Ah! So mache ich den! Oder? Wie mache ich den? So langsam komme ich hier in Platzprobleme. Oh! Nein, warum speichere ich da? Was tue ich hier? Nein, er kommt immer näher. Okay, das muss ich tun. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, warum schießt er jetzt? Ah, nein. Ja, komm schon. Wir sind gierig. Oh Gott. Nein, warum Boos? Okay, wir positionieren uns einfach schon mal hier. Dann als nächstes... Alter, dreimal Silver Surfer. Ihr seid doch grausame Menschen. Wie soll ich euch denn lieb haben, wenn ihr mit solchen Ideen kommt? Das funktioniert nicht. Okay, bitte was? Okay. Banzai. Jetzt kommen garantiert ganz viele... Oh mein Gott. Ich hätte jetzt eigentlich an die aufblitzenden Geister gedacht. Aber das ist natürlich auch eine Methode. Das ist natürlich eine viel spaßigere Methode. Meine Güte. Schwimmen, Mario. Danke. Wow. Das ist so uncool. Mittelpunkt. Mittelpunkt. Und ich habe das Gefühl, ich will klein... Oh, was? Oh, was? Danke. Ah, es war der Spaß! In welche Richtung wollte ich die nochmal kicken? Wir probieren es einfach mal so rum. Wollte ich die in die Richtung kicken? Ja. Okay. Gut, das war der einfache. Das große Problem ist halt, dass dieser Kampf auch noch pures RNG ist, was die Geister angeht. Oh, der kommt perfekt. Was passiert, wenn ich die in die andere Richtung kicke? Das habe ich nie ausprobiert, glaube ich. Na, gib mir mal den dritten. Gib mir doch mal vernünftig den da. Ich will jetzt einfach nur mal rausfinden, was da passiert. Die kommen auch zurück! Oh mein Gott! Nein! Fuck! Yes, nein! Yeah, what the... Danke. So. Also es ist egal, in welche Richtung er den kickt. Hauptsache, er kickt ihn. Das sah ziemlich gut aus. Das sieht so gut aus. Das Ergebnis nehme ich doch. Und zwar so zurück,
So da drauf. Und so in sein Gesicht. Yes! Genauso! Ich dachte halt immer, man müsste die auf der linken Seite, aber das ist ja Schwachsinn wegen dem letzten. Level 5! Wir machen Pause! Dann geht's weiter. Pow!